haben wir drauf. Jawohl, läuft. Haben wir drauf. Servus und habe die Ehre. Jawohl, heint. Schaut das Wetter ein bisschen schlechter aus. Hin und wieder kommt die Sonne wieder raus. Ja, ist halt der Mai. Gell? Abwechslungsreicher Mai. Ja, Regen im Mai bringt im Juni Hai. Ja, sollte der Juni trockener werden, sagen sie, wenn im Mai ein bisschen Regen kommt, wenn der Mai ein bisschen nasser ist. Ja, ich habe jetzt gerade geschaut nach unserer alten, also übersetzt Ecke, alten, wir sagen alten dazu. Die haben wir da herassen stehen, weil wir keinen Platz gehabt haben. Weil wir da ein bisschen was umarbeiten müssen, mit der durcharbeiten, dass wir da ein bisschen größer sein können. Da habe ich jetzt geschaut, weil die ist nicht mehr so gut beieinander. Ein bisschen rostig und ein bisschen was angerissen ist noch, ein bisschen was abgebrochen. Ideal ist es nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir da noch was zurechtbringen. Ansonsten, ja, in die YouTube-Kommentare ist gefragt worden, wie das Anterl, also das Antenzieberl, die Anten, also Ente, was das für einen Namen hat. Ja, ehrlich gesagt, kein richtig Name. Wir haben jetzt überlegt und Zeug und war. Wir haben jetzt gesagt Fritz. Ja, Fritz, weil das rennt sich auf Flitz. Also wo man anflitzen wie die Raketen. Aber sind schon fort. Ja, was heißt fort? Sind schon weitergezogen. Also das haben Enten so an sich. Junge Anteler, wenn die jungen Anteler ausschlüpfen, dann haben die so an sich, dass die sofort, dass die Mutter, also die Alte, dass die sofort die weiterzieht. Also die ziehen halt in ein Gewässer, in ein anderes oder irgendwie weiter. Die haben nicht lange da oben aus ausschlüpfen. Ja, die sind auch nicht mehr da. Also sieht man auch nicht mehr, was jetzt da ist. Das ist ein anderes Pärchen, also ein Entenpärchen. Das ist brutal. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die sind ja blöd. Also das müsst ihr euch so vorstellen. Die sind nicht dumm. Wisst ihr, da ist einer, da fliegt. Ich meine allebei, die Anten, die sind allebei da. Die da und noch, die schlafen nicht. Ne? Genau, die schlafen nicht. Die sind da und noch da. Die Winter wie Sommer. aber die gleichen Anten. Na, das gibt's ja nicht. Steh in der Früh auf, sind die Anten da, schwimmen rumeinander, die zwei. Sie und der Erd, alt. Jeden Tag, in der Früh, in der Nacht. Das gibt's nicht. Ja, bis dass ich draufgekommen bin, weil die das machen. Die haben nicht blöd, das sag ich euch. Du, da fliegt ein Antenparl rein, landet am Wasser und zugleich fliegt das andere Antenparl, was gerade drin schwimmt, weiter. Also ein fliegenden Wechsel sozusagen, die denen gar nicht stoppen, die halten gar nicht. Das habe ich mir nicht erklärt, bis dass ich da drauf gekommen bin. Und ich habe aber gemeint, das sind die gleichen. Die haben ja blöd. Genau, das kann man vergleichen. Vergleichen wir das einmal, weil wenn jetzt eine Familie, ne, eine Familie, sagen halt wir, ne, in Urlaub fährt. In Cluburlaub, all inklusiv, ne, schön so toll, kein Problem, einmal frei und die Familie hat Zwilling, ne? Zwillinge, Zwilling sagen halt mir, ne? Zwei, sagen wir mal zwei, Zwilling, zwei, ne? Die Familie hat Zwilling, ja, da fahren sie in Urlaub rein, irgendwo all inklusiv in Urlaub und dann gehen sie zum Abendessen, ne? Die gehen zum Abendessen. Und nehmen den einer von den zwei Zwillingen, weil das sind auch zwei, ne? Nehmen sie den mit zum Abendessen, gegen das alle, hauen sie die Wampen voll. Genau, hauen sie die Wampen voll. Und wenn sie satt sind, dann geht der Vater rauf, oder die Mutter, ist ja wurscht, und holt den anderen Zwilling, weil es sind auch zwei, wie gesagt, holt den anderen Zwilling, geht alle und frisst nochmal. Genau so machen die Anten das. Die zahlen für einen, aber zwei fressen. Fliegen rein und fliegen wieder vor. Das ist ja Wahnsinn. Bis dass ich da drauf gekommen bin, meine, der kennt es da nicht. Der kennt es da nicht auseinander. Die Hundling, die Fahrrecken. Nein, da kann man echt noch was lernen. Ne? Die haben nicht blöd. Ne? Die haben gescheiter wie mir. Die haben gescheiter wie mir Menschen. Jawohl, ein kleines Geschichtel zum Anfang.
ja, schauen wir mal, was wir heute tun. Ja. Jetzt fahre ich noch ein bisschen, haben wir gedacht, bevor das Ringrohr geht, noch ein bisschen Essen ins Holz essen. Wunderbar. Wunderbar. Vögel zwitschern. Und schöne Luft. Na ja, schauen wir mal. Ne? Ja, heute haben wir wieder ganz was Besonderes vor, und zwar Süßkartoffel. Wie bringt man die zur Vermehrung sozusagen? Also das ist wie bei den Menschen, die vermehren sich auch. Und bei der Süßkartoffel muss man wissen, oben und unten eigentlich total wurscht. Also da gibt es oben und unten, schneidet es einfach in der Mitte auseinander. Wenn ihr diese Süßkartoffel zum Treiben bringen wollt, also ihr braucht Triebe, dass ihr die dann nicht vortreiben lasst und dann praktisch aufs Feld auspflanzen könnt. Ganz einfach. Geht das folgendermaßen mit einem gescheiten Taschenmesser. Normalerweise sollte jeder so eins immer in der Tasche haben. Wenn man es nicht hat, geht ein normales Küchenmesser auch. Aber Taschenmesser in der Mitte ungefähr halbieren. Ja, sollte man auf jeden Fall auf einem gescheiten Schneidbrett machen. Bei mir reicht es jetzt eigentlich kein Schneidbrett, aber das reicht auch in dem Fall. Und das Messer darf man auch wieder schärfen. Von dem her schaut er so aus, Süßkartoffel halbieren, so wie es ist, dann Zahnstocher in die Süßkartoffel rein, ja, bei mir sind es jetzt drei an der Zahl, und dann sozusagen so ins Wasser rein. Und da sieht man jetzt schon den ersten Fehler, den ich gemacht habe, weil diese Süßkartoffel, die angeschnittene Seiten, nicht das Wasser berührt. Das muss unbedingt der Fall sein, das heißt Zahnstocher raus und dann halt weiter oben rein, sozusagen. Das ist ganz wichtig, weil die Süßkartoffel so das Wasser saugt und dann oben austreibt. Also da kriegt es neue Triebe, und die neuen Triebe, die sind ganz, ganz wichtig. Das heißt, jetzt schauen wir mal, jawohl, einwandfrei. Ist unter Wasser, und so kann die Süßkartoffel sauber ansaugen, und dann nach einer gewissen Zeit treibt er ihn neu aus. Also das ist ganz unterschiedlich, und dann kann man es wieder rauspflanzen ins Feld. Das heißt, für uns ist jetzt erst einmal eine Wartezeit angetan, und wir warten einmal, bis das Ding kommt, und dann melden wir sie wieder mit einem neuen Update zurück. Jawohl! Ring, Ring, Ring. Kannst nichts machen, ne? Vorher hat ein Schilderer da. Brutal. Das ist eine halbe Stunde schön. Dann regnet es wieder eine Stunde. Da kannst du nichts anfangen. Kannst nichts richtig so fangen. Mein. Ein Wetter. Brutal. Kirschbaum ist schon verbläht. Ja, wenn der Kirschbaum verbläht, fängt der Apfelbaum an. Habt ihr gesehen?
Rhododendron. Wir sammeln noch einen Kaffeesatz. Kaffeesatz, ja. Ist wie ein Dünger. Wir sammeln den alleweil, Kaffeesatz gesammelt und streuen den ja, um den Rhododendron rum. Soll gut sein, ein bisschen eingießen. Oder wenn halt, wenn es halt regnet, weil momentan immer wieder mal, dann gießt es den richtig schön ein. Ja, kommen wir auch an sämtliche anderen Pflanzen hier. Das scheint wie ein Aufputschmittel sozusagen zu sein.
Das leihen wir dann auf der halben Strecke aus. Jawohl, fertig hochgekriegt. Ein Haufen Arbeit gewendet, weil uns der Bulldog verrückt ist. Das magst du nicht glauben. Schöpfst das aber aus Wetter. Aber verrückt uns der Anlasser vom Bulldog, springt nicht mehr an, dann steht er da. Ne? Und kaum merkst, wie wichtig eigentlich ein Bulldog ist. Wie wichtig irgendwelche Fahrzeug ist, aber was solche 16 auf 16er Balken einfach einmal aufheben kannst, wenigstens, dass du es noch bloß noch alle ruckeln musst. Ja? Nein, verrückt der Bulldog, muss alles mit der Hinterasse stimmen. Ja, nein, haben wir so mit der Hinterasse selber angekriegt. Ne? Weil früher ist es auch. Früher ist es auch gegangen, sagen die alten Leute aber. Von dem her, mei. Hat einer einmal gesagt, mei, blöd kannst du schon sein, aber zu helfen musst du wissen. Ja, genau. Ja, dann habe ich halt den Wagen hinterm Gate angehängt. Naja, dann haben wir es bis daher gefahren, dann haben wir es angekriegt, wieder mit Gleich rein und dann 16 auf 16er Balken und auf der Seite wieder Fähren. Nein, Eschen, die sind Fähren, Esche. Mit super Maserung, die ist mal wieder schön. Da ist Lehm drin, da ist was los im Holz, sagen wir. Ne? Und die sind Fähren. Das war auch über Bredel, Schallbredel. Und 16 auf 16er Balken, da kommt noch was dazu. Da kommen noch, wird der nur ein bisschen heicher. Zum Tricken angerichtet, wieder wichtig im Wasser ausrichten, ein schönes Gehege machen, das war mit der Wasserwaage auch einigermaßen im Wasser ist, weil sonst kalzt er den um. Ja, weil der ist so ein Gewicht drauf, das ist unglaublich. Ne? Also von dem her haben wir das auch geschafft. Da oben den Weih, da oben ein Brenner, aber das halt gesund, ne? Das halt gesund. Sagen sie alleweil. Die einen gehen ins Fitnessstudio und zahlen einen Haufen Geld. Wir richten 16 auf 16er Balken an. Ne? Das kannst du auch machen. Ne? Von dem her, Föhre. Ja, warum Föhre? Ja, für den Außenbereich einfach gut geeignet. Das ist ein harziges Holz, Abstammung von der Kiefer. Das heißt, Kiefer ist der Mutterbaum, Föhre, Fern, weil wir sagen ja zu der Feichtern, ja, zu der Fichte Feichtern, Fern. Fern für den Außenbereich, gut harzig, von der Kieferabstammung, genau. So eine originale Kiefer gibt es auch nicht mehr. Also die kennst du dann nicht mehr weg im Prinzip. Aber von dem her, Föhre, Lärcher ist auch so harzig einfach. Also für den Außenbereich, wenn man jetzt im Baumarkt geht, sag ich mal, dann wird meistens ein Feichter oder ein Kiefernholz, das ist meistens ein Fern, die wird noch angeboten. Ja, und das ist das da, was ich da. Das ist auch für den Außenbereich wird da was gemacht, darum ist das ideale Holz dafür, weil das hält einfach her. Ne? Ein Feichter, das fällt da einfach zusammen oder das hält einfach nicht her. Ne? Aber so ein Fern oder ein Lärcher, nur besser, die halten einfach für den Außenbereich her. Wind und Wetter, Sonne, Regen, alles Schnee, alles top, hält gut her. Und da haben wir noch die Eschen, vier allein diesmal, die anderen haben Fünfer. Die sind Viererlein, weil ich das letzte Mal gemerkt habe, dass das 1 cm, weil da mehr drauf ist, ganz schön viel schwerer ist. So habe ich gesagt, ja gut, Vierer gelangen auch. Ne? 4 cm, 5 cm. Wieder sauber angerichtet, natürlich im Wasser. Länger jetzt da mindestens 4 Jahre. 4 bis 5 Jahre im Freien und dann schauen wir wieder, wann wir sie denen. Ne? Jawohl. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bewertet die Videos positiv und abonniert den Kanal. Ich hab gemerkt, ihr müsst auch die Glocke betätigen. Da ist noch eine Glocke neben Abonnieren, Schütteln dort, damit ihr drückt, dass ihr auch Benachrichtigung kriegt. Automatisch
wenn wieder ein neues Video online geht. Das heißt, ich darf mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Glocke für euch, dass ihr nicht alle bei schauen mit, so wenn ein neues Video drin ist, dann kriegt ihr es automatisch vorgeschlagen. Und bewertet die Videos positiv, wenn es euch daumen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund, ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal, sagt der Raff vom Kronwelli, habt ihr Servus.